Willkommen zurück zum Let's Play Still Life 2. Wir sind immer noch dabei, hier zu fliehen, beziehungsweise die ganzen Fallen zu umgehen und Hilfe zu holen und so weiter und so fort. Und ich bin jetzt hier im Keller, hab jetzt dieses Inventar. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Ich muss dafür sehr viel ablegen und ich weiß jetzt schon, dass ich das verfluchen werde. Die Spektrallampe können wir noch nicht hier hin tun. Warte, wir müssen das erstmal anklicken, nehme ich mal Ein an. paar Standreflektoren. Die Die waren waren vorher für nicht da, Fischer. scheint zumindest irgendwas, bla 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 Ich bla. könnte die Multi. Multispektrallampe, bla. Okay. Ich komme an diesen Laserstrahlen nicht vorbei. Das hast du gut erkannt. Okay. Dieser Container stand vorher nicht hier. Vorsicht. Vorsicht. Diese Spiegel reflektieren die Strahlen. Die sind fixiert. Der Transmitter lässt sich um 90 Grad drehen. Ja. Warum kann ich nichts machen? Warum kann ich nichts machen? Warte mal, da ist was. Da ist was. Da ist was, was ich machen könnte. Warte, warte, da. Ich könnte den Lasertransmitter an diese Steckdose anschließen. Hohoho. Seine Fallen werden immer ausgefeilter. Langsam vermisse ich die guten alten Spanndrähte. Geht mir genauso. Und jetzt? Hallo? Was mache ich jetzt? Seine Fallen. Diese Spiegelreflektoren. Ach genau, das kann Die die. Strahlen sollte man lieber nicht berühren. Das kann die auch einfach so. Seine Fallen werden immer ausgefeilt. Hier ist ein Sockel für einen Reflektor. Okay, Reflektor. Hier Ja, ist ein Sockel. ich habe den doch ausgewählt. Und jetzt? Dieser Container. Vielleicht wäre es eine gute Idee, die Bahn dieses Lasers zu verändern. Die Strahlen sollte man lieber. Jetzt? Seine Fallen werden immer. Was mache ich jetzt? Dieser Kon. Hallo? Was kann ich jetzt noch machen? Die Strahlen sollte man lieber nicht berühren. Da sind auch gar keine Strahlen. Ha. Ha. Dieser Container. Und jetzt? Die Strahlen soll. Ja, die Strahlen sollte man lieber nicht berühren. Ach so, ich hätte einfach nur rauszoomen sollen. Okay. Was hatte ich jetzt für Einsatzziele? Dieser Container stand vorher nicht hier. Vor. Ja, aber. Kann ich das einfach wieder wegmachen? Seine Fallen. Nee, ne? Das guckt ja wieder so an. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Es macht für mich keinen Sinn hier. Ich habe da nichts mehr zum Anklicken oder sowas. Ich hole mal einfach jetzt mal die Sachen von oben. Da gucke ich mich mal in den Kellerteil um. Auch wenn ich das nicht mag. Oh, schon wieder gegen Mikro gekommen und so. Tut mir leid.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was hat der sich für Fallen ausgedacht? Hallo? Ein bisschen übertrieben, oder? Aber der hat Spaß daran, die Dinge zu inszenieren, merke ich. So, wir haben das da. Wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Und das kombinieren wir doch wieder. Das nimmt nämlich dann weniger Platz weg. Okay. Gehen wir wieder runter. Ich glaube, ich werde auch direkt gleich speichern. Weil man weiß ja nie. Eigentlich interessiert es mich auch voll, was bei dem anderen ist, aber ich habe auch Angst davor, zu erfahren, was da ist. Okay. Bis jetzt ist noch nichts. Da ist ein Stuhl, der war vorher nicht da. Das weiß ich ganz genau. Der stand da nicht. Ein Heizofen. Sieht aus, als Warum kann ich nur den Heizofen mir angucken und so? eine Gasflasche. Muss ich nicht verstehen? Das da könnte ich auch rein theoretisch wegräumen. So komisch, dass es von einer anderen Perspektive aus ist. Ist bestimmt zu. Die Tür ist verschweißt. Kein Zutritt. Ja, okay, dann ist hier nichts mehr, was wir tun könnten. Geht das nur dort lang? Bin ich irgendwie froh, weil ich will nicht in diesen Folterbereich rein. Nie im Leben. So, und hier, was können wir jetzt hier noch machen? Können wir jetzt? Ach, jetzt können wir langlaufen. Aber wir können es immer nur noch nah ansehen. Verstehe das Diese halt Spiegel nicht. reflektieren die Strahlen und sie wurden fest fixiert. Seine Fallen werden immer. Ich weiß noch nicht, was das mir bringen soll. Das habe ich ja auch schon gedreht. Da hier irgendwas machen? Nee, kann ich auch nicht. Nein. Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Dieser Container. Hä? Echt keinen blassen Dunst. Dieses Gerät gibt ein Signal ab. Ich sollte es ausschalten. Okay, neues Einsatzziel. Okay. Pff, mit diesen neuen Einsatzziele, die aber nicht auftauchen. Kann ich das so also abschalten? Wie kann man das abschalten? Ich will es doch nur abschalten. Die Strahlen sollte man lieber nicht berühren. Vorne, da sind gar keine Strahlen eigentlich. Das habe ich doch schon längst weggedreht. Warte. Hätte ich das gewusst? Nein, komm, geh wieder dorthin. Schalt das aus.
Los. Schalt das aus. Okay, dann schalt das halt nicht aus und geh hier rum. Dieses Gerät gibt. Das sollte sie auch besser ausschalten. Dieser Block muss Sammellinsen enthalten, um die Strahlen auf einen genauen Punkt zu bündeln. Und das soll mir was sagen? Ach ja, das kann ich einfach so ausschalten. Ja, nee, ist klar. Dieser Block muss. Hä? Dieser Block. Ich bin verwirrt. Dieser Block muss. Ja, dieser Block muss. Dieser Block muss. Dieser Block muss vieles. Was habe ich da jetzt gerade angestellt? Ich weiß es gerade nicht. Dieser Container stand vor. Ah, so, okay. Puh, da haben wir doch noch was geschafft. Machen wir Musik an. Beruhigt mich. Die Kontrollleuchte zeigt an, dass die Leitung gestört ist. Genau wie mein Smartphone. Mist, das Passwort wurde geändert. Können wir es aussuchen? Oh oh. Glückwunsch, MacPherson. Du bist noch immer am Leben. Du bist härter als die anderen. Du verschwendest keine Zeit, Arschloch. Früher oder später wird das FBI hier sein. Richtig. Ich habe einen Plan einzuhalten. Bleib, wo du bist, MacPherson. Ich habe hier eine Kugel mit deinem Namen drauf. Wie neues Einsatzziel. Entkommen Sie dem... Scheiße! Ernsthaft? Oh fuck! Das ist nicht deren Ernst. Nein! Nein! Wo läufst du hin? Geh dorthin! Geh! Was? Was machst du für ein komisches Zeug? Es backt rum. Es backt übelst rum. Scheiße! Oh Gott! Mach doch was! Nein, komm, hier lang! Versteck dich darin! Versteck dich darin! Der Killer trägt so etwas. Ah ja, komm, geh wieder zu. Ich bin eh tot. Das weiß ich jetzt schon. Oh Gott, ich hab so Schiss. Das war wohl nichts. Hallo, Mörder. Hallo, Tod. Hallo, Partente. Hey! Ich bin so gut denn darin. Wirklich, super. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.